Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Tag unserer Kreuzworträtselrunde. Ich habe tatsächlich schon mittlerweile so ein bisschen vergessen, wievielter Tag ist. Vor allem, weil ich ja eben auch an Tag 9, Tag 1 nochmal aufgenommen habe und sich dann alle Tage so um 1 verschoben haben. Es könnte jetzt gegebenenfalls Tag 11 oder sonst da was sein. Keine Ahnung. Auf jeden Fall würde ich mal vorschlagen, wir fangen an. Jetzt sieht man auch meinen. Man sieht jetzt auch meinen Cursor und gleich mal fangen wir mit dem hier an. Abkürzung für Vergleiche. Dieses da. Die Basketballliga in den USA. Ehrlich gesagt würde mir da jetzt erstmal die NBA einfallen, aber es kann ja nicht sein. Europäisches Grenzgebirge, das weiß ich noch, das ist Ural. Gucken wir mal, was könnte passend sein? Passend. Na, machen wir erstmal das hier. Zaubern ist nämlich Hexen. Erbium. Wahrscheinlich irgendwas mit E. ER sogar, aha. Ausruhen ist Rasten. Und Ausruhen heißt dann dementsprechend wütend werden. Unbestimmter Artikel. Zweiter Fall. Eines oder einer. Energisch. Weiß ich noch nicht. Deutsche Sagengestalt. Schauen wir mal. Erstmal nehmen wir hier das Date. Ein Drang. Ja, ich habe einen Drang, etwas zu tun. Weiß ich noch nicht. Das weiß ich, aber ich hoffe, es wird mit C geschrieben in dem Fall. Ja, wird es auch. Die römische Erntegöttin. Oh Gott. Oh, der europäische Staat könnte alles Mögliche sein. Ich versuche es mal. Das könnte völlig falsch liegen. Okay. Wäre interessant, also wäre cool gewesen, wenn es geklappt hätte. Es gibt ja Slowenien, Slowakei und so weiter. Ist auch europäisch. Sollte man nicht vergessen. Südamerikanischer Staat. Das könnte Peru sein. Ich bin besser geworden in Geografie, seitdem ich die letzten Tage auch öfter mal Dings hier wieder mal Plague Inc. spiele. Tatsächlich eher um wirklich nochmal Geografiekenntnisse zusätzlich zu bekommen. Klappt aber nicht. Räusperton ist oder Hmpf. Ackermaß ist Ar. Genau. Bauen auf. Also ich weiß höchstens, dass da E und N am Ende kommt. Und mehr geht auch gerade gar nicht. Also ich verstehe auch gar nicht, was ist denn damit gemeint? Aufbauen oder so? Erstmal. Oh, Eintritt, Französisch. Das hatten wir, glaube ich, mal irgendwie. Italienische Teigware ist zum Beispiel eine Pizza. Aber das ist hier nicht gemeint damit. Aber es soll mit P anfangen. Ich muss sagen, also jetzt momentan, das ist... Ich merke, ich liege mit vielen Sachen gerade nicht richtig. Passend ist geeignet, das weiß ich. Nee. So wird das geschrieben. Beim Brot ist es. Was?
NBL ist eine Basketballliga? Also ganz ehrlich, ich denke immer, ach so, klar, die Liga ist die NBL und die Association dazu ist die. Okay, ich hab's verstanden. Ja. Da habe ich überhaupt keine Ahnung, was ein Ballettschüler dann. Ereve. Ne, weiß ich noch nicht. Verkürzte Unterschrift. Oh. Initialen. Okay, Eleve. Das ist ein Ballettschüler. Haben wir jetzt rausgefunden. Elektronischer Pluspol. Ist die Anode. Enzym in der Käserei. Ja. Was haben wir denn noch? Ein Mittelsmann ist ein A. Ja. Genau. Rate hier erstmal das Wort, einfach nur, weil ich es wissen will. Auch nicht. Auf. Ach so. Boah, jetzt habe ich es auch langsam. Ja, na klar. Ach Mann. Auf jemanden bauen oder auf jemanden zählen. Ja. Gut. Jetzt müssen wir mal überlegen, was ist denn ein europäischer Staat? Mit O an zweiter Stelle. Also Deutschland ist es schon mal nicht. Es ist auch nicht Italien. Es ist nicht Tschechien. Polen ist es nicht, weil es zu kurz. Schweiz ist es natürlich auch nicht. Norwegen ist gut. Norwegen. Und schon haben wir es. Der Mittelsmann ist der Agent in dem Fall. Gut, jetzt sind wir da auch besser dran. Was ist denn das Enzym in der Käserei? Ich denke da gerade an sowas wie Laktose oder sowas. Nee, LKCI. Auch nicht, wahrscheinlich. Ach Mann, wie hieß denn das nochmal? Römische Erntegöttin. Habe ich, glaube ich, gar nicht mal eine Ahnung davon. Trockene Halme kann ich aber. Hier oben. Das ist das Stroh. Warum liegt das da? Und warum hast du eine Maske auf? Der Kampferfolg ist der Sieg. Das kriegen wir schon mal hin. Wow, jetzt steht da mal Abtei und man kann Kloster draus machen. Ist ja auch schön. Also, ist Ergo. Italienische Teigware. Pasta. Oder. Das ist ja auch. Also, ich weiß, Nudeln. Penne. Entrée, ja. Enchantée. Leichte Winde sind Brisen.
Dauerbelastung ist natürlich der Stress. Getrennt halten haben wir auch schon mal gehabt. Irgendwann isolieren war das. Und es wird dadurch immer weniger. Und jetzt sind wir wirklich nur noch hier. Ich habe wirklich keine. Ah, okay. Ceres. Ein Drang ist auch ein. Ist auch. Energisch ist resolut. Huch. Okay. Die Ute ist echt eine deutsche Sagengestalt. Huch. Was ist denn das nochmal? Lag? Lad? Lass mich in Ruhe. Lor? Lam? Lan? Ja, Lan ist es sicherlich. Nee, Lab. Lab. Ah. Und dann ist das Streben. Und schon haben wir es fertig und können uns dem anderen zuwenden. Ja, es hat ein bisschen über 10 Minuten gedauert, glaube ich. Oh, ich habe schon wieder keine Musik im Hintergrund laufen. Ich muss mir wirklich vornehmen, die dann auch zu adden. Sonst sind wir einfach mal so ohne Musik da. Das geht ja mal nicht. Also geht schon, aber ja. Fangen wir doch erstmal mit dem Ertrag an. Das ist nämlich der Erlös. So, wollen wir das Ganze mal in der richtigen Reihenfolge machen? Ackergerät ist dann wahrscheinlich wieder die Egge, weil es nichts anderes auf dem Acker gibt. Dann haben wir hier wieder. Wow, ich hab das Lösungswort tatsächlich jetzt schon raus. Das geht schnell. Okay, passt auf, ich gebe einen Tipp ab und wenn das falsch ist, dann. Nee, Quatsch. E. N. B. R. O. T. Sorry, dass ich es euch schon vorweggenommen habe, aber das Lösungswort ist Roggenbrot. Muss aber nicht sein. Muss nicht sein. Es könnte hier auch sämtliche, könnte auch alle heißen. Und dann würde ich in L hinkommen. Oh Gott, vielleicht liege ich auch falsch. Mal gucken. Ein heiß Wasserbereiter. Ist ein Kocher? Eine Aristokratie. Ein Kamin ist ein. Ja, genau. Beteiligt ist erstmal dabei. Damit haben wir ein paar Anfangsbuchstaben. Wenn das jetzt nicht Roggenbrot ist, dann ist das eben so. So, nautisches Maß ist Kno. Hoch. Roggentrot. ich gebe mal das noch ein. So, Knoten. Nichts. Null. Ja, der Staat ist nämlich Peru und dann ist das null. Null Komma nix. Einheit der Stoffmenge. Mol. Müll ist Abfall. So ein Abfall. Auslese der Besten ist die, ja, weiß ich noch nicht. Aufzug ist ein Lift. Oh. Lift. Da geht's weiter. Banknote ist natürlich hier in dem Fall ein Schein. Nebenfluss der Eder. Sagt mir gar nichts, weil ich habe keine Ahnung. Also es könnte innen oder sowas sein, aber nee.
der Gottesdienst ist nämlich die Messe. Genau, als nächstes Anrede für Fremde. Sie. Gefäß im Haushalt ist natürlich ein Eimer. Lettische Hauptstadt ist, glaube ich. Boah, ich bin mal ausnahmsweise gut in Geografie. Heizmaterial ist Öl, aber ist nicht Öl. Könnte auch Gas sein. Öl benutzt man heutzutage eher weniger wahrscheinlich. Glänzend weich. Shit. Ich glaube, es ist nicht das Roggenbrot. Ich glaube, es ist wirklich nicht das. Nee, es ist nicht das Roggenbrot. Ach Mann. So ein Mist aber auch. Okay, aber kann ich vielleicht trotzdem rausfinden, was das für ein Roggenzeug dann ist? Oh Gott. Also ich würde jetzt sagen, alle ist sämtliche. Ja, genau. Ein Kaltgetränk. Trendy Eistee? Ja, eindeutig. Die Auswahl ist die Elite. Physikalische Größe ist dann die Kraft. Und dann haben wir das Roggenfeld. Och Mensch. Ja, schön wäre es gewesen, wenn es das Roggenbrot gewesen wäre. Vielleicht hatte ich auch, hat mein Magen da aus mir gesprochen. Kann auch sein. Man weiß es nicht. Nachsichtig. Nee, weiß ich noch nicht. Gnädig ist das. Ah. Spielklasse im Sport ist eine Liga. Und sanft ist dann mild. Und Erdgas ist der Bodenschatz. So. Empfehlung. Eine Empfehlung. Lob. Wäre ja auch komisch, wenn das als Empfehlung gelten würde. Eine Südfrucht ist mal wieder die Orange, weil es gibt nur Orange und Ananas. Zeitalter ist die Ära. Staatshaushalt. Höhere Beamte. Sind die Räte. Und Etat ist das. Mauszeiger ist natürlich, ja, wir sehen ihn hier auch gerade, den sogenannten Cursor. So, Empfehlung ist ein Rad. Ach, das ist damit gemeint. Haltebolzen, ist das wieder Neat? Ja, ist wieder Neat. Blechbüchse ist die Dose. Und, oh, es geht ganz flott hier voran. Ja, und der Heißwasserbereiter ist auch unser letztes Wort. Da kommt nur noch ein E rein und dann sind wir auch schon fertig. Mensch, alles in insgesamt unter 20 Minuten. Topzeit, würde ich sagen. Vielleicht sollte ich mal langsam schwerere Kreuzworträtsel machen. Und ich sollte mir definitiv, ich sollte mir aufschreiben, dass ich immer die Musik auch rechtzeitig anmache, bevor ich loslege. Aber ja, damit ist dieses Video dann auch erledigt, geschafft. Und ja, es hat mich mal wieder gefreut. Ich hoffe, es hat euch auch gefreut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.